Ich sehe jetzt schon die Tränen in deinen Augen. Ja, das ist eine Gähnträne, aber. Dass du noch die Musik im Ohr hast. Ich bin zu fertig, Alter. Schön. Ja, guten Morgen, Robin. Hi. Na, ich bin top fit. Ich bin übelst fit. Das hört man auch an meiner Stimme, glaube ich. Schön bassig. Ich habe eine Radiostimme aufgelegt. Und wir sind jetzt hier, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Ich meine, es ist früh am Morgen. Es ist 11:15. Ja. Muss ich kurz überlegen. Außerdem habe ich gleich gedacht, ja, 3:15, wer sagt denn sowas? Und wir sind topfit. Also du vielleicht wirklich, ich nicht so ganz. Ja, geht so. Ich hatte die letzten Nächte auch wenig Schlaf, aber heute endlich mal wieder richtig viel Schlaf und deswegen war ich umso enttäuschter, aufstehen zu müssen. Hm. Aber ich bin jetzt topfit, freue mich auf den Tag und habe viel vor. Was denn? Also jetzt weniger, aber das will ich auch nicht erzählen in der Öffentlichkeit, aber es ist jetzt etwas passiert, was dafür sorgt, dass ich halt weniger zu tun habe, was schön, aber auch schade ist. Hm. Voll Mystery und so. Jetzt sind die Menschen angefixt und wollen mehr über die Person Tino Ranacher wissen. Dein Penis ist abgefallen, deswegen hast du halt weniger zu tun. Genau, ganz genau. Ich hole mir mal noch so eine Rolle für meinen Rücken gerade eben. In der Zeit kannst du ja schon mal sagen, was hier so Geiles los ist, Mann. Tino. Eine Rückenrolle oder was willst du jetzt machen? Naja, ich brauche das mal in die Rücken. Ja, es ist furchtbar, mit alten Leuten Podcasts aufzunehmen. Da knackst alles. Ja, wir haben heute die Ausgabe 84. Geil. Und Fun Fact, der gar nicht lustig ist, meine Lieblingszahl als Grundschulkind war 84. Warum? Bist du dumm? Nee, gar nicht. Ich so eine hohe Lieblingszahl? Ja. Du bist ja ein Sonderling, bist du. Ja, ich war früher nämlich Fan von Sinnlos Telefon. Mhm. Das war diese Telefonverarsche im Radio von Steffen Lukas. Und da gab es mal so eine Figur, die hieß Opa Unger. Aha. Da hatte mal gesagt, können Sie ein bisschen lauter sprechen, ich bin 84. Und da war ich irgendwie Fan von der 84 auf einmal. Ist das auch das so, der kleine Nils war und so ein Shit, oder? Das war ein anderer Typ, aber ähnliches Konzept, gleiches Konzept. Ein auch sehr ähnliches Konzept haben sich Joko und Klaas auf die Fahne geschrieben. Ja, das war ja der virale Überhitler der Woche, aber positiv gesehen, also der virale Karl Marx, kann man sagen. Oh. Also es war der riesige virale Hit, der ging durch meine, also ich habe ja viele linksgrün versiffte Profile, ja, denen ich folge auf Instagram, und es waren bestimmt irgendwie 20, 30 Personen, die dieses Video in der Story hatten oder geteilt haben. Und da geht es darum, dass Joko und Klaas ja immer so eine Sendung machen gegen ProSieben, wo sie in Spielen antreten, und wenn sie diese Spiele gewinnen, dann haben sie 15 Minuten zur freien Verfügung im Fernsehen und dürfen machen, was sie wollen. Und das nutzen sie entgegen aller Erwartungen nicht für Quatsch, sondern ganz oft für soziale Themen, was die heißt wichtig sind. Was heißt denn ganz oft? Das ist doch, also das, was ich mitgekriegt habe, ist das zweite Mal, dass das passiert ist. Echt? Nee, es gab Männerwelten. Ja. Es gab, was waren das noch, wo die auf den Stühlen saßen? Da ging es auch um Sea-Watch oder so oder okay, auch so Seenotrettung, wo die Geschichten erzählt haben. Und jetzt das aktuelle große Ding ist, dass sie jetzt quasi einen Geflüchteten aus oder in Moria haben, der von dort aus Videobotschaften geschickt hat. Und sie und Joko und Klaas haben dazu einen Einspieler gemacht mit Aufnahmen aus Moria, wie es den Leuten da ging. Und das war schon bevor das abgebrannt ist. Das heißt, Joko und Klaas haben schon vorher diesen Beitrag gemacht oder geplant, dass sie über Moria berichten, das große Flüchtlingslager in Griechenland, was abgebrannt ist, was eigentlich für, weiß ich nicht, wie viel waren es, 8.000 Menschen ausgelegt war, nee, oder so? 2.000. Nee, 3.000 nur. Aber es waren irgendwie bis zu 20.000 Menschen vor Ort, zu Höchstzahlen. Und das ist jetzt abgebrannt, wurde von Geflüchteten selber vor Ort angezündet aus Protest, was auch funktioniert hat, denn jetzt redet die ganze Welt von Moria. Jedenfalls wurde dieser Clip von Joko und Klaas, der geht 15 Minuten geteilt und der ist ein richtiger Downer. Hast du ihn gesehen? Der ist ein richtiger Downer. Ja, ich habe auch, oh fuck, Alter, das ist richtig schlecht, wenn ich jetzt direkt mit Negativen anfange, ne? Also erstmal hat dieses ganze ProSieben hat uns das erlaubt, das hat alles, und ich gucke diese Sendung halt nicht. Ich auch Das nicht. Fühlt sich alles so abgekartet an, also völlig ab die von dem Thema auch jetzt, ne? Okay, also es wirkt halt irgendwie so ein bisschen
Bei Männerwelten war es auch so, irgendwie gestern Abend haben wir gewonnen und heute haben wir hier diesen Beitrag fertig. Was wäre denn, hätten sie verloren so? Wäre der Beitrag dann irgendwie verloren oder Das was? stimmt nicht ganz. Ich habe recherchiert, dass die Sendung aufgezeichnet wird. Das heißt, es ist schon vor einem Monat gewesen. Dann haben sie Ja, jetzt eine. in der jetzigen Folge. Es war Also, doch immer so, dass die, dass es ich bin mir ziemlich aufgezeichnet war. sicher, dass am Echt? Anfang jemand sagt, gestern haben wir irgendwie bla bla bla. Ja, sagen Sie, weil die Sendung gestern ausgestrahlt worden Ne, ist. ja, Das sagen die doch immer so im Fernsehen. Sagen wir auch immer, oh, heute Sonntag. Und so. Oh, dieser schöne Sonntag heute. Tino, du hast recht. Jetzt Das machen hast du ja mich viele. überzeugt. Wird schon passen. So, nächstes Negative. Also ist auch okay, wenn ich mich irre, aber ich dächte, dass die Sendung immer aufgezeichnet wird, spätestens seit Corona. Und dass es schon vorher feststeht. Weil du kannst nicht in so einer kurzen Zeit so einen Clip Ja, ne, produzieren. das ist mir klar. Ich meinte nur, dass das irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ist dir das jetzt zu dunkel, Tino? Es ist ein bisschen romantisch gerade. Das Sonnenlicht strahlt so auf dein Gesicht. Das macht mich hier so wach, wenn das so hell Ich ist. wollte gerade bei dich herfallen. Tino wollte das Licht jetzt wieder anhaben. Nee, mach ruhig aus. Mir ist doch völlig egal. Nee, Ich Tino, mach. du kannst hier ruhig Strom und Müll und so, ne? Das ist, Alte ja, Menschen brauchen Eloquenz. weniger Licht. Mach ruhig aus. Ich kann das aushalten. Ich habe eh grauen Star, ich sehe schon nichts mehr. Ach so. Ich sitze halt hier echt gerade übelst aufrecht auf diesem Sofa, weil ich mir diese Rolle in den Rücken Die geklemmt Augen habe. halb zu, der Bart wieder Graf von Alter, Unheilig. dieser Drecksbart, Mann. Und heute noch Klassentreffen, also Triple Klassentreffen, Abschluss, bla, halt dein Maul. Jedenfalls, das Video würden wir sehr, also empfehle ich sehr, sehr doll, das zu sehen, weil das Ja. wirklich nochmal wachrüttelt und so. Und auch in Weimar sind gerade alle paar Tage mal Demos für die Moria-Geflüchteten. Und Weimar hat auch sich jetzt bereit erklärt, irgendwie 3 Familien aufzunehmen. Herr Klar, hier so Kleine. drei Flüchtlinge. Nee, 3 Familien. Wir haben hier noch so eine Baracke. Da passen die noch rein. Und Herr Kleine hat das auch Ein sicherer unterstützt. Hafen. Der ja auch, genau, sicherer Hafen hat sich ja Weimar erklärt. Und Herr Kleine hat es nicht blockiert, aber war nicht ganz so euphorisch wie der Rest, aber hat wohl jetzt auch dafür gestimmt und es unterzeichnet. Und guckt euch das Video an, es ist echt schlimm. Es ist ein Downer, also es ist wirklich runterziehend, aber es ist wichtig, dass man weiß, was so in Moria abgeht, um das abschätzen zu können, warum dann die Menschen eigentlich durchdrehen. Ich meine, guck mal, als Corona-Hochphase war, haben sich die Deutschen gekloppt wegen Klopapier, ja, in den Supermärkten. Aber die haben jetzt kein Verständnis dafür, dass Menschen, die da 4 Jahre ausharren müssen auf Moria, ohne fließend Wasser und Was, Hygienestandards, dass die4 Jahre? ausrasten. Zum Teil ja. Zum Ach Teil so, waren ja, da. der Typ ist ja jetzt nicht repräsentativ, aber der hat von 10 Monaten geredet, Ja, glaube es ich. gibt Menschen, die waren da 4 Jahre lang. Haben gewartet, bis sie verteilt worden sind. Zerteilt. Bis sie zerteilt werden. Und alle haben gewartet auf eine europäische Lösung. Und ja, wir können nichts machen, bevor Europa nichts macht. Aber die machen ja nichts. Weswegen jetzt zum Glück die ersten Länder anfangen, zumindest Deutschland anfängt, von sich aus zu agieren. Und die wollen jetzt, glaube ich, 1500 aufnehmen von denen. Gute Sache, finde ich. Ja, das Einzige, was ich daran halt nicht gut fand, was ich eben schon ansprechen wollte, ist, warum muss man da unbedingt traurige Musik drunter legen? Ich Das könnte jetzt ist nicht halt, drunter legen, Easy Street oder ja, aber so. einfach gar nichts irgendwie. Ich weiß es nicht. Also das fand ich leider ein bisschen zu dick und ich kann mir vorstellen, es gab halt auch Dislikes, so. Die gibt's immer. Ja, und da komme ich auch gleich zu, ist richtig dummer Scheiß dabei, auf jeden Fall, aber das ist für mich, vielleicht achte ich da auch mehr drauf als selber Videomachender, ja. Dass da so, oh, muss das unbedingt sein, weil, also das, was man sieht, ist ja so schon schlimm genug, da muss man nicht irgendwie, hier ist die Musik, die dir sagt, was du jetzt fühlen musst. So, das finde ich halt ein bisschen dumm. Es sorgt auch ein bisschen für Spannung tatsächlich, weil wenn du nur Bilder siehst und hörst irgendwie nur Schreie und so und Das ist ja langweilig. oder manchmal auch Szenen, wo nicht viel Klang ist, ja, von sich aus, da macht es schon Sinn, einfach, dass du deine gesamte Konzentration auf das Video richtest, dass du noch Musik dazu hörst. Ja, Und kann man ja das machen. untermalt ja auch die Stimmung. Das ist ja in einem Film auch so. Muss man nicht machen, aber ich fand es in dem Punkt, es fiel mir auch Man auf, hätte ein dass. anderes Instrumental vielleicht auch einfach nehmen können, was nicht ganz so traurig ist, oder ich weiß es nicht, oder was ein bisschen leiser ist, keine Ahnung. Ich sehe jetzt schon die Tränen in deinen Augen, Ja, das ist eine Gähnträne, aber. dass du noch die Musik im Ohr hast. Ich bin zu fertig, Alter. Wir tragen auch beide jetzt gerade komplett schwarz, sozusagen. Ja, weil wir jetzt gleich hier irgendwas anzünden. Cool. Ja, nee, ich habe mir natürlich die Kommentare auch unten drunter durchgelesen und Ja. zum Beispiel Mika Bauer meinte, die Lösung ist nicht alle aufzunehmen, sondern in den Ländern was zu ändern. Ja und nein, meiner Meinung nach. Denn natürlich sollte man Ursachen bekämpfen und nicht Symptome, aber
auch wenn wir jetzt anfangen, in den Ländern irgendwas zu machen, ändert ja das die Situation für diese Leute nicht. Ja. Und deswegen finde ich das ein richtig dummes Argument in dem Fall. Aber natürlich bin ich grundsätzlich dafür, die Situation für die Leute vor Ort auch zu verbessern. Aber das ist ja erstmal, das ist die Spitze des Eisbergs, ne? Klimaflüchtlinge so, 10, 20, 30 Jahre. Eieiei, also da siehst du das mal 10 mal 100. Da kommt noch mehr auf uns zu, tatsächlich. Das ist nur, echt nur der Anfang. Und es sind ja auch, sagt man laut Schätzungen, irgendwie 60 Millionen Menschen auf der Flucht weltweit. Jetzt schon. Wohin auch immer, aber das ist, es ist wirklich, wirklich gigantisch und es wird nicht besser. Und ja, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen und da wird ja auch schon so ein bisschen was gemacht, aber nicht genug. Ja. Andererseits hat genug gemacht Luis Torges. Aha. Das passt nur gerade ganz toll rein, deswegen wollte ich das nur mal sagen. Tino, schäm dich, du Fotze. Okay. Luis Torges ist irgend so ein AfD-Mensch, der vorher CDU war. Eine Lilje Fischer hat gesagt: Ich möchte euch allen den Laden Ristorante Ah, ja. Calistoro unter den Linden, Hashtag Berlin, empfehlen. Die haben hier gerade Kalbitz und noch einen AfD-Mann rausgeschmissen. Großartig, ganz stark. Daraufhin hat Luis Torges gesagt: Schäm dich, du Fotze. Und in der Wer ist FDJ wärst du denn gut aufgehoben. Louis Torges? Naja, auch so ein aufstrebender AfD-Hitler-Jugendmensch. Ach so. Ja. Ja, das war ein Bild, was rumging viral. Aber ich habe es erst heute Morgen gesehen. Ich weiß nicht, wann das war. Aber finde ich prinzipiell auch gut, tatsächlich. Fotzen? Fotzen finde ich großartig. Nein, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man solche Neonazis halt aufzeigt, wie es ist, wenn man nicht erwünscht ist. Es ist so ein bisschen Zahn um Zahn, gebe ich zu. Es ist nicht die eleganteste Lösung. Aber wenn ich jetzt Restaurantbesitzer wäre und da würden irgendwie Kalbitz und Van Storch und nicht Hitler, Höcke sitzen. Also ich finde, meiner Meinung nach muss das gar nicht so krass verteidigen oder rechtfertigen. Also die AfD hält ja die Fahne hoch für Meinungsfreiheit und man muss ja noch sagen dürfen, und Meinungsfreiheit ist auch, ich will dich in meinem Laden nicht sehen. Das gleiche wie in den USA, wenn irgendwelche Tortenbäckerinnen homosexuellen Ehepaaren eine Torte verwehren, eine Hochzeitstorte verwehren. Da schreien die auch immer sofort die AfD und Trump und so. Ja, ist doch die Freiheit der Leute, ob die Kunden annehmen oder nicht. Kann man hier auch so sagen. Ja. Das ist wieder so eine Doppelmoral. Aber auch ich muss sagen, ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einer Moria-Demo in Weimar. Da haben sie vor der Weimar Halle, also vor der Stadtratssitzung, nochmal aufmerksam gemacht auf die Situation in Moria. Und da habe ich gesehen, wie links neben mir, also so 10 Meter Abstand, so ein älterer Mann so da stand mit Polohemd und verschränkten Armen. Und da schrie jemand auf einmal: Da ist ein AfD-Idiot oder so, oder AfD-Fatzke. Und ich drehe mich rum. Okay, kenne ich jetzt nicht. Und da haben die dann versucht: Kenne ich nicht, steht noch nicht auf meiner Nee, Liste. noch nicht. Jetzt schon. Und er meinte nur: Alter, die Klappe, ich will nur mal zuhören. Und da kamen irgendwelche, ja, so linke Schlägertypen, die sahen ein bisschen so aus. Die haben ihn dann irgendwie wie vertrieben, so ein bisschen. Also, sie haben sich aufgebäumt vor ihm. Dann ist er dann gegangen, der AfD-Mann. Way to go Dialog. Da muss ich sagen, finde ich schwierig. Wenn da jetzt jemand steht, irgendwie, wie jetzt wirklich Bernd Höcke oder so, und der macht irgendwie hier einen Stinkefinger und sagt irgendwie, scheiß Flüchtlinge und so, und hat ein Hakenkreuz-T-Shirt an, So kennt dann, man den Bernd. so kennt man ihn. Vielleicht Einer von der subtilen Sorte. richtig. Dann würde ich auch sagen, okay. Geh mal lieber so. Aber es war irgendein unbekannter AfD-Spacken, den kein Mensch kennt, auch nicht kennen muss, der zugehört hat, was da für Reden gehalten werden. Und die waren ja schon so sehr flammend irgendwie für die Geflüchteten, für die Aufnahme von denen. Und ich habe dann zu meiner Begleitung gesagt, das fand ich jetzt aber ziemlich dumm, den rauszuhauen, weil er kann ja noch was lernen von den Reden. Und ich finde, Vielleicht dass ist er auch genau deswegen dahin, weil er vielleicht wirklich wer weiß. auch über einen Ausstieg nachdenkt oder so. Und ich weiß halt echt von Leuten, die ich namentlich erwähnen könnte, die wollten irgendwie Ist in das eine Drohung? nein, nein, gar nicht. Die wollten so in linke Gruppen sich etablieren, aber sind da abgelehnt worden aufgrund ihrer Vergangenheit oder weil sie irgendwie nicht cool genug waren, die dann zu den Rechten gegangen sind wieder, weil die da aufgenommen worden sind. Das sind halt Neonazis, die ich jetzt auf rechten Demos sehe. Einfach weil sie abgelehnt worden sind. Und ich finde, dass linke Jugendgruppen oder überhaupt linke Aktionsgruppen sollten toleranter sein und Menschen auch mal einladen zu kommen, auch die vielleicht etwas rechts stehen,
damit man die ändert. Weil was willst du machen mit denen? Du kannst doch nicht jeden hinrichten, so. Du kannst doch auch sagen, okay, wir überzeugen dich jetzt einfach. Bleib dabei. Naja, man könnte die schon alle hinrichten. Da müsste man halt so Lager bauen. Müsste man, ja, ist aber auch teuer. Ja, nee, aber also was du sagst, auf jeden Fall Ist meine Meinung. Dialog statt Knüppel. Dialog statt. Knüppel. Schwierig. Ich bin richtig eloquent heute. Ja, Guten manchmal dabei Morgen! sind. Ich würde noch ganz kurz jetzt zwei AfD-Themen abhaken, damit wir nicht noch mal auf die AfD zu sprechen kommen müssen. Es gab jetzt einen AfD-Bundestagsabgeordneten, ich weiß gar nicht, wie er heißt, war mir auch nicht so wichtig. Der hat in WhatsApp-Gruppen irgendwie Hitler-Bilder und Nazi-bezügliche Memes und so weiter geteilt auf WhatsApp in irgendwelchen Gruppen und an irgendwelche Menschen. Und er ist damit konfrontiert worden. Und die erste Antwort von ihm war: Ich erinnere mich nicht, nicht erinnerlich. Nach ein paar Tagen kam die Antwort: Die sind nicht authentisch, die sind gefälscht. Und am dritten Tag kam dann: Ach doch, das war ich. Aber ich habe es nur jemandem geschickt, damit er das für mich politisch einordnet. Er hat nämlich gesehen, wie Hitler einen Hitlergruß macht und musste erstmal gucken, okay, was ist denn jetzt ist der Bezug davon? Ist das jetzt rechtsradikal oder ist das jetzt eher liberal oder konservativ zu betrachten? Ja. Deswegen würde ich ihn gerne freisprechen. Er hat damit absolut recht. Das mache ich auch Das ständig. klingt auf jeden Fall nach einer Trump-Argumentation. Irgendwann dann sagen, ich habe es gemacht und ihr habt es auch verdient. Ja. Das wäre der nächste Schritt, das passiert dann morgen. Ich verprügel auch ganz oft Ausländer und so, einfach um zu gucken, wie die reagieren und ob ich den Vielleicht verurteile, sagen die ja Danke. Kann ja eben, sein. ob ich verurteilt werde für Fremdenhass. Was weiß ich ja nicht, ich brauche das ja nur zur Einordnung. Ja. Und das letzte AfD-mäßige ist, dass der AfD-Kreisrat in Erlangen, das ist glaube ich in Bayern oder so, die haben für die Aufnahme von Flüchtlingen gestimmt. Und zwar soll irgendwie, weiß ich nicht, 2000 aufgenommen werden oder so. Und jetzt hat die AfD irgendwie dafür gestimmt. Also der ganze Kreisrat hat für die Aufnahme von Flüchtlingen gestimmt, auch die AfD. Und darauf ist sie angesprochen worden. Und da kam die Antwort: Nur weil vereinzelte Leute Nazi-Parolen um sich schmeißen, müssen wir nicht alle Kacke sein, so eine Art. Und aber alle anderen in der Fraktion oder im Kreisrat behaupten, dass sie einfach nur gepennt hätten, die beiden, und nicht aufgepasst haben bei der Abstimmung. Aber die AfD hat für Flüchtlinge gestimmt. Kann man ihnen mal zugute halten. Endlich. Okay. Ja. Nächste Woche dann Überschrift 2000 Flüchtlinge in Erlangen erhangen. Vermutlich. Die wollten sie nur ranlocken, Ja. die Flüchtlinge. Ach, scheiße. Da habt ihr es Eloquenz. wieder geschafft. Ich bin so auf der Höhe, Das Alter. macht nichts. Tino, weißt du auch, was los ist? Das 36 ist das neue 27. Aha. Ja. Das ist schön. So fühle ich mich. Ach, so, du meinst wegen Club 27, dass wenn Ja. du 36 dann Alter, dem Tino. Tod nahe ist. Sehr gut, sehr Ich gut. bin auf der Höhe heute, ich habe geschlafen. Ich bin wach, Nee, hellwach. was, warum sage ich das? Also, Club 27 kennt man ja irgendwie. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Bruce Lee, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Ja, so. Alle mit 27 gestorben. Stimmt. Aber jetzt, diese Woche, sind also wirklich innerhalb von 2 Tagen zwei Schauspielerinnen aus Asien mit 36 an Suizid gestorben, die auch Oh. sehr, sehr bekannt waren. Einmal Sei Ashina aus Japan. Sei Ashina. Ja, Klingt so ein ist bisschen bayerisch, witzig. irgendwie seine Schöne oder so. Sei Ishena. Ja. Sei Ishena. Und Ishena aus Person. Südkorea Oh In-hai oder Oh In-hee. Egal, auf jeden Fall beide Suizid, Ja. beide ziemlich bekannt in Asien, beide Frauen, beide 36. Tino, falls du gedenkst, irgendwie asiatisch zu werden und 36 noch zu werden, dann pass auf. Und weiblich. Finde ich sehr sad. Was haben die denn so alles gemacht? Sind das irgendwie Synchronsprecherinnen, die man kennen könnte, oder Schauspielerinnen, die man kennen könnte? Also. Oh, muss ich das jetzt Nee, ich extra noch dachte, du hast es raus? aufgeschrieben. Wusste ich ja nicht. Können auch weitermachen. Nee, ich gucke jetzt. Ist okay. Sei Ashina. Also ich finde es ja traurig, dass man so jung stirbt, vor allem mit solch Suizid nochmal. Ja. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein oder irgendwie eine Krankheit dabei mitgespielt haben. Auch noch in Fukushima gelebt, ey.
Das kann man nicht aushalten, die Strahlung. Also ich sag's, wie es ist. Ich glaube, in westlichen Filmen hat man die wahrscheinlich nicht so gesehen. Television. Perfect World vielleicht. Kamui Gaiden. Nee, kennt man, glaube ich, hier nicht, hierzulande. Na, dann ist ja egal, Tino. Toll. Nein, es ist nicht egal. Keine Deutschen dabei. Bild. Es ist genauso schlimm. Immer wenn Menschen sterben. Ja. Aber, apropos sterben, wo man stirbt, ist auch Leben. Jetzt kam nämlich eine Meldung, dass auf der Venus... Venus! Nein, aber Tino, nicht auf der Venus. Auf der Venus Erotik... Achso, was? Nicht auf der Venus, da musst du vorsichtig sein. Ich wollte es gerade noch korrigieren. Ja. Ich wollte nämlich sagen, eventuell Leben auf der Venus war so die Überschrift, aber eigentlich geht es um die Atmosphäre um die Venus herum, in den Staubwolken und Gasen. Da wurden angeblich in diesen Gasen, die da rumfliegen... wurden Mikroben eventuell... Spuren von Phosphan wurden entdeckt. Genau. Und das existiert eigentlich nur da, wo Leben existiert. Das ist das Ding. Tino, das ist ja krass, dass du das auch hast. Eigentlich wollte ich das ankündigen mit der Brennpunkt mal wieder seiner Zeit voraus. Kein Mensch redet darüber. Also gefühlt hat es keinen interessiert. Wir schon. Und das ist eigentlich die Nachricht des Jahres, wenn man so will. Ne? Wenn nicht so viel Scheiße gerade passieren würde... Aber man so muss es relativieren tatsächlich. Ich habe einen Artikel durchgelesen. Es gab schon sehr oft solche Spuren, wie jetzt auf dem Mars zum Beispiel, wo sie auch so Steine gefunden haben, wo es angeblich Mikro... Aber der Mars Dings ist halt nicht gab. Die Venus. Bei der Venus ist halt auch das Ding, dass die eigentlich das für, also in unserem Sonnensystem das räudigste für Leben überhaupt ist. Ach so. Und jetzt gibt es da quasi eine Spur und fliegt auch irgendwie gerade eine Sonde demnächst vorbei oder so, um das nochmal zu checken. Also es ist schon nicht klein. Es ist nichts bewiesen so, aber es lässt nur darauf rückschließen, dass diese Gase, die erzeugt werden können, eigentlich nur von Lebewesen erzeugt worden sein oder erzeugt werden. Finden wir es raus. Aber es kann passieren, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten die Meldung bekommen, huch, zum ersten Mal überhaupt außerirdisches Leben. Und was das für uns bedeutet, das wäre übelst krass. Also es bricht ja alles zusammen. Also die Weltreligion, ja, es gibt ja wirklich... Hardcore, Hardliner-Christen, die ja behaupten, dass es Leben nur hier geben kann und sonst nirgendwo, weil Gott ist nur hier zuständig und Gott, es gibt ja nur einen Gott. Und er hat nur hier auf dem Planeten Leben geschaffen. Mhm. Gott will, dass jeder gerettet wird übrigens. Vielleicht ist es am Ende nur so ein Furz von Juri Gagarin oder so. Das wäre ja traurig. Ah, das wäre traurig, ja. Ja, also ich finde es ganz nice, so. Ich finde es gut, dass da irgendwie was passiert. Mal gucken. Ich würde mich freuen über Venus Leben tatsächlich. Mhm. Auch wenn es nur Mikroben sind. Tino, hast du dich auch über das PS5 Showcase gefreut? Ich habe es in deinem Livestream gesehen, aber es war nicht so mein Relevanzbereich, sage ich mal. Okay, was war dein Highlight? Um nicht zu sagen, schnarchlangweilig. Hallo? Mein Highlight waren die schönen bunten Bildchen, die da immer rumgesprungen sind und wie krass sich die Grafik entwickelt hat, ja. Damals, als San Andreas rauskam, dachte ich, so, das sieht ja aus wie echt irgendwie, was sie da alles gestalten können, aber ist es eigentlich gar nicht. Ach, das ist gar nicht echt. Ist nicht echt, tatsächlich. San Andreas ist für mich echt. Also null, also ich bin ja auch so ein Playsy-Fan, ja, ich bin ja auch ein Playsy-Spieler. Aber ich hänge da jetzt nicht vorm Livestream und freue mich auf neue Spiele und neue Entwicklungen. Und ich hänge eh immer ewig hinterher, weil ich mir Spiele und Konsolen erst kaufe, wenn die schon nicht mehr aktuell sind. Und ich will die PS4, die wir noch besitzen, irgendwie lange auskosten. Hm. Ist auch teuer, so eine PS5. Ja, das war nämlich der Hauptgrund, warum dieses Showcase gemacht wurde, um das zu implementieren. Die normale Version kostet 499 Euro, die digitale Version ohne Laufwerk kostet 100 Euro weniger. Mhm. Und da sagen jetzt viele tatsächlich schon, also das hat sich, glaube ich, innerhalb der letzten Generation von Konsolen so hart geschiftet, dass jetzt viele sagen, ey, ich habe da echt Interesse dran. Zum einen will ich gar nicht mehr so viel im Schrank stehen haben. Ein paar habe ich auch gesagt, ein paar habe ich auch gesehen, die gesagt haben, ja, ist halt auch besser für die Umwelt so. Hm. Ist auf jeden Fall ein Argument. Ich finde es halt eigentlich geil, das im Schrank zu haben. Ich fände es halt nice, wie meine Anfangserwartung war und was ich auch irgendwie gelesen habe, dass es einfach komplett abwärtskompatibel ist. Das ist halt für mich so ein Argument. Ich will eigentlich mal eine Konsole. Ich habe hier PlayStation 1, 2, 3, 4 Spiele. Ja, alle voll. Aber ich habe keine Konsole, die alle abspielt. Und das finde ich dumm. Also das hässlich. Danke dafür, Sony. Das ist jetzt auch nochmal bestätigt worden, dass PS1 bis 3 nicht kompatibel ist. Ist das dumm? Warum denn nicht?
Ist das denn so schwer? Ich weiß nicht, wahrscheinlich wieder Geldgründe. Dann lieber irgendwie im Store nochmal verkaufen oder so. Egal. Wer kauft denn, also mal ohne Spaß, PS3-Spiele werden doch nicht mehr verkauft von offizieller Seite, oder? Kann ich also, mir nicht vorstellen. Also ich glaube, jetzt gibt es tatsächlich noch Spiele, die dafür neu rauskommen. Die FIFAs zum Beispiel, die kommen auch immer noch für die alten Konsolen raus. Ach, wie krass. Ich weiß nicht, ob dann irgendjemand die noch kauft, aber vermutlich, sonst würden sie es ja nicht machen. Alles egal, Tino, der Hauptgrund für mich war ja überhaupt da reinzuschauen, weil ich so einen leichten Funken Hoffnung habe oder hatte, dass Strengths Dogma 2 passiert und da eventuell zwischen Tür und Angel angekündigt wird, weil einen Tag später kam nämlich die Serie auf Netflix endlich raus. Und da komme ich auch gleich dazu, habe ich mir angeschaut. Komme ich jetzt sofort dazu, mir scheißegal. aber wir müssen noch zum Showcase dann etwas sagen vielleicht. Strengths Dogma 6 oder 7 von 10. Man kann es sich anschauen, man verschwendet keine Zeit, es fühlt sich eher an wie das Tutorial von einem Spiel. Mhm. Es gibt im Grunde nur 3 Charaktere, ist ein bisschen dumm. Die anderen sind immer nur sehr kurz zu sehen, es ist so ein bisschen Monster of the Week mäßig. Das jede Folge geht so 20, 25 Minuten, eine sogar glaube ich nur 15. Und dann, ja, man kommt irgendwo hin, da gibt es ein neues Monster und dann geht man da weg, nachdem das Problem gelöst ist, so ein bisschen. Deswegen fühlt es sich sehr tutorialig an. Aber es ist doch ganz nice. Also wenn man sich an den Animationsstil gewöhnt, sind die Action-Sequenzen tatsächlich sehr, sehr geil. Aber der namensgebende Drache, der sieht halt einfach wie Scheiße aus. Der sieht aus wie Plastik. Das ist mein Problem. Allerdings positiv hervorheben, es ist sehr, sehr viel mehr Gewalt und Sex drin, als ich dachte. Nice. Da schalte ich ein. Nee, das hat mich echt überrascht, weil das Spiel an sich ist zwar auch, glaube ich, ab 16, ab 12, glaube ich. Und das hat mich überrascht, dass da doch so viel gebumst wird. Es geht nicht mehr ohne Sex. In allen Serien wird doch nur noch gesext. Ja. Die man guckt. Egal was, Mickey Mouse bestimmt auch bald, dass in den Kinderserien gefügelt wird. Unerträglich. Ja, also kein Dragon's Dogma, ergo schlechtes Showcase, aber natürlich trotzdem ein paar Highlights hier. Harry Potter, ja, Hogwarts. Das ist spannend. Legends, oder ja. Wie es heißt. Ich habe als Jugendlicher mal Dragon Farm gespielt. Mhm. So ein uraltes Drachenzüchtspiel. Hat mir nicht gefallen. Was hat das mit Harry Potter zu tun? Nee, mit Drachen noch. Ich hänge gerade noch bei Dragon's Dogma. Okay, dann gibt's jetzt Spider-Man Blackface, da spielt man Miles Morales. Blackfacing, toll, ja, da kann man mal einen Schwarzen spielen, obwohl man selbst nicht schwarz ist, das finde ich nicht gut. Und Demon's Souls war eigentlich so das Flaggschiff, obwohl es ein altes Spiel ist, kam jetzt als Remaster raus, oder kommt als Remaster raus für PlayStation 5. Und das ist so das einzige Spiel, bei dem ich echt gesagt habe, alter Schwede, das sieht Next Gen aus. Also die Grafik war echt krass gut. Interessiert mich an sich nicht so sehr, muss ich sagen, aber egal. Dann noch Oddworld, bla, Ragnarök, ja gut, neues God of War und Resident Evil 8. Alles nicht so geil wie Dragon's Dogma. Aber ist nicht angekündigt worden, ne? Nee. Weil am Ende gab es doch so eine komische Koks-Line, sah es mal aus wie so Koks, das ist God of War, so ein Kreis, ja. Dann so ein Drache und dachte, aha, jetzt kommt hier Robins Drachendogma. Ja. Und dann war es aber nur dieses komische andere da, was auch keinen interessiert. Ja, was ebenfalls Schade. Leider keinen interessiert, ist, was in Java Timur abgeht, sprich Osttimur. Da gibt es aber jetzt als eine indonesische Provinz, kennst Java? Du vielleicht? Java. Gibt es das noch, ja? Java-Spiel? Ja, die programmieren auf dieser Insel da, bla bla. Nein, aber pass auf, jeder, der dort sich weigert, eine Maske zu tragen, ist verpflichtet, Gräber zu buddeln. Wow. Das ist hart, ne? Das ist mal ein soziales Experiment. Ja, ich habe mal gelesen, dass Menschen fordern, dass Menschen, die keine Masken tragen, irgendwie von der Krankenkasse rausfliegen oder so, bei der Krankenkasse rausfliegen oder ihre Beiträge erhöhen müssen. Mhm. Das wäre auch spannend. Aber es ist ja richtig praktisch, dass das ja also eine praktische Strafe, dass sie rangeholt werden, um Gräber zu graben. Ihr eigenes wahrscheinlich. Ja, oder also es ist schon speziell für Covid-19 Tote auf jeden Fall. Es sind wahrscheinlich mehr als eins, von daher nicht nur das eigene. Das finde ich voll gut, weil es gibt ja auch... Und die Masken sind ja auch eher, um Leute zu schützen, statt sich selbst. Leider. Also wäre es andersrum, also man schützt nur sich selbst, wäre das ja alles kein Ding. Dann würde ich jeden dann würde es auch jeder machen. Aber ständig, echt. Ich habe auch schon Leute so in der Bahn gesehen, wo ich dachte, irgendwie, ach, sieht die Person sympathisch aus. So, und dann trägt die aber irgendwie die Maske, also unter der Nase. Das ist ein richtiger Idiotenstempel geworden. Leute, wenn ihr egal wo und egal wie lang,
wenn ihr eure Atemschutzmasken, also Nase-Mund-Masken, über Mund und Kinn tragt und nicht über die Nase, seid ihr Vollidioten. Es sieht auch so aus und alle werden es denken. Es ist einfach peinlich. Und letztens im Rewe Getränkemarkt hat eine einfach nur ihren Ellenbogen, also ihre, wie heißt das hier drin, weißt du schon, wo man reinhusten soll? Die Beuge, hat ihre Beuge vor Nase und Mund gehalten, ist ja einkaufen gegangen so. Hm. Das sah aus wie so, als würde sie so durchdeppen und würde irgendwie einkaufen gehen. Die sah so dumm aus und war auch dumm. Hm. Wenn du das hörst, alte Oma, du bist dumm. Weißt du, ich trage die Maske, um dich zu schützen, ja? Du bist Risikogruppe, Grupperin, so. Und du machst das nicht, finde ich frech. Du musst es so sehen, Tino. Das ist einfach der Baggy-Style. Ja? Nee. Das ist jetzt ein modisches Statement. Baggy habe ich noch verstanden. Das kann cool aussehen. Baggy, das hast du verstanden, Alter. Ich hatte einen Typen an meiner Schule. Alter Schwede, back mit dem 16 zu 9 Blick. War ein Asiate. Seine eigene Zeile. 16 zu 9, okay. Ja, und er hatte halt die wirklich in der Kniekehle, so, die Hose. Ja. Und wenn du hinter dem warst, während er die Treppen hochgegangen ist, das ist so lächerlich gewesen. Ja, ja. Also ganz ehrlich, richtig dumm. Hatten wir auch auf der Schule so ein paar Leute, die hatten auch die Hosen bis zu den Knien runter. Und das dann den Arsch rausgucken sehen, wenn der Pulli so hochgedingst ist. Fand ich jetzt nicht so schlimm. So, ich fand's bei manchen auch ganz cool und lässig, aber ich konnte das nicht tragen. Ich hatte, glaube ich, auch eine Hose, die auch so baggy war. Die ist mir von meinem älteren Bruder vermacht worden, sozusagen. Und die war zwangsläufig ein bisschen zu groß. Und die hing auch ein bisschen runter. Ich würde mal, könnt ihr jetzt im Radio nicht sehen, aber jetzt ein bisschen so bis hier. Und das war okay, aber mich hat es eher genervt. Hm. Und ich bin eher so das Gegenteil, ich bin eher so der enge Hosentrager. Weil man kann ja ruhig zeigen, was man für schöne Schenkel hat. Okay. Das sagst du. Also ich finde enge Hosen echt ungeil, aber mein Lebensstil hat sich so auch am Skaten lang entwickelt, weißt du? So. Tragen die nicht auch Baggy-Hosen ständig beim Skaten? Ja, weil, nee, das war früher vielleicht, aber eigentlich heutzutage nicht mehr. Und da gibt es halt auch das Phänomen, dass Leute sehr, sehr enge Hosen tragen und ich finde das richtig dumm, weil es einfach viel zu beengend ist. Kann sich ja überhaupt nicht bewegen. Ja, kommt drauf an, glaube ich. Naja. Das kommt. Und der Unterschied ist, dass Baggy-Hosen keinem schaden. Das ist richtig. So, aber wer keine Maske trägt, der schadet anderen. Und bei Baggy-Hosen muss ich nur einen Arsch sehen und keine Nase. Ja. So. Und apropos Arsch, wollen wir schon zum Trump kommen? Weil ich habe nämlich bewusst nicht so viel aufgeschrieben. Ey. Also ich habe noch ganz viel anderes, aber wir können jetzt auch erstmal Trump machen. Ich dachte jetzt an Arsch, habe ich zuerst an Trump gedacht. Es ist passiert, Leute. Es ist passiert. Trump hat TikTok in den USA gesperrt. Naja, also ab Sonntag, sprich ab heute, ja, genau. Kann man es nicht mehr runterladen. Und nutzen darf man es wohl irgendwie erst November nicht mehr. An meinem Geburtstag, am 12. November, wird die App nicht mehr laufen in den USA. Und auch WeChat, was ein Programm ist, womit Amerikaner mit irgendwie chinesischen Menschen chatten können. Das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt schon direkt gesperrt. Das kann sein, ja. Und TikTok. Und da gab es jetzt diesen Hashtag TikTok-Ban und das fand ich ja richtig, richtig krass. Also Trump will, für die es nicht wissen, TikTok, also chinesische Apps, will er halt aus Sicherheitsbedenken sperren lassen, weil die halt Daten klauen von den Amerikanern. Und Trump will halt, dass die Amerikaner selbst Daten klauen, die amerikanischen Firmen und Apps. Ja, hier könnte ich jetzt nochmal mein Plädoyer einfügen. Ich habe das ja irgendwie vor zwei Folgen schon mal erklärt, dass es da schon einen Unterschied gibt zwischen Microsoft-Leuten, Google, das irgendwie Daten sammelt und unabhängig ist, halbwegs. Und trotzdem auch staatlich kontrolliert und keine Scheiße baut in dem Sinne. Und TikTok, das quasi staatlich kontrolliert ist und der Staat an sich Scheiße baut. Um jetzt nicht irgendwie runterzufahren, was auch Amerika für Scheiße baut. Aber es ist halt einfach, es ist einfach grundlegend was anderes. So, das ist, stimmt, weiß auch. Ich nicht, das ist verglichen mit, jemand bedroht dich mit einem Knüppel und jemand bedroht dich mit einem Maschinengewehr oder so. Also das ist halt beides nicht geil, ja. Mhm. Das auch nochmal erwähnt, aber das Maschinengewehr ist halt vielleicht potenziell etwas tödlicher. So, auch hier nochmal, die Leute, die sagen, ja, aber Google, keiner sagt, dass das irgendwie geil ist, dass Google Daten sammelt. Ja. So, und das ist halt ein übelst dummes Argument. Es ist ein Unterschied auf jeden Fall. Und ich habe geschaut bei Twitter unter Hashtag TikTok-Ban und ich habe jetzt übelst den Shitstorm erwartet, so von irgendwelchen Leuten, so, ah, wie kann er das machen? Aber ich habe viel Pro-Tweets gelesen, auch, also viele Deutsche auch, die dann geschrieben haben,
ja, gute Entscheidung, wann zieht Deutschland endlich nach und so und oder wann zieht Österreich nach und so. Also das wird auch zur Nachahmung empfohlen. Ja, aber aus den falschen Gründen, so wie ich das sehe. Also ich Ja, glaube, ja. TikTok hat halt so ein bisschen Prinziphass, weil die Zielgruppe sehr, sehr jung ist und weil die Videos teilweise echt Cancer sind. Aber darauf hin TikTok zu bannen, ist richtig dämlich. Ja, also das sollte wirklich nicht das Argument sein. Auch strategisch für Trump, ja, ich meine, es sind Wahlen jetzt im November und er hat auch junge Wähler, das darf man nicht vergessen. Ja. Und die werden ihn jetzt zu Tode haten und canceln. Also wäre ich jetzt Trump, ja, wäre ich jetzt der größte Vollhorst der Welt, dann würde ich warten, bis ich wiedergewählt werde und Ja, dann TikTok verbieten. ich glaube tatsächlich, dass es bei Trump auch noch andere Gründe gibt oder hauptsächlich andere Gründe. Der wurde ja von der TikTok-Community mehrfach getrollt. Die haben ja, also die finden sich da zusammen, auch das überschneidet sich ein bisschen mit diesem K-Pop-Scheiß da. Und die haben ja ganz viele Tickets zum Beispiel reserviert bei seiner Rallye, wo dann irgendwie 1 Million Tickets angeblich reserviert waren und dann waren 5.800 Leute da. Ja, aber die organisieren sich irgendwie anders dann. Aber Natürlich. er wird, glaube ich, mehr Hass ziehen und mehr Missgunst, als er jetzt erreicht damit. Also Gutes erreicht für sich. Ich glaube, dass es ein Eigentor ist. Man hätte anders auch einfach TikTok zur Besserung bewegen können und irgendwie zwingen, dass sie halt nicht so, Er wollte ja doch. weiß ich nicht. Das war doch der Ursprungspunkt. Na, er wollte, dass amerikanische Firmen das kaufen. Ach so, Das sollte radikal war das, das die stimmt. Lösung sein. Aber es hieß wohl auch, dass wenn TikTok bis zum 12. November irgendwie noch, haben die noch die Chance, was zu ändern an ihrem Produkt und das halt irgendwie einzustellen oder zu verringern, dass Daten geklaut werden. Dann dürfen sie wohl bleiben. Also noch ist es nicht festgelegt. Aber wenn bis da nichts passiert, und ich glaube, es wird auch nicht viel passieren. Es kann schon sein, dass TikTok irgendwie einlenkt aus Angst, aber kann auch sein, dass sie trotzen. Und dann wird TikTok verboten sein oder gesperrt werden. Und das wird, meine Prognose, viele Wähler und Wählerinnen tierisch nerven. Von Trump auch. Ja. Ja. Außerdem hat er gesagt, es gibt explodierende Bäume Ja, in Kalifornien. stimmt. Und in Österreich, er hat über Österreich geredet. Österreich hat irgendwie ganz viele Bäume, aber nicht so explosiv. Und das ist anders. Die Das haben ist nur eine einfach einen, die haben Randnotiz. einen anderen Nitroglycerinanteil, einfach die Ja, Bäume in Österreich, muss man das so stimmt. sagen. Ihr merkt vielleicht gerade, dass ich relativ ernst rede, denn als du Trump gesagt hast, war meine erste Sache, die hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, weil das gestern Nacht passiert ist, eine sehr, sehr wichtige Person ist gestorben und das Ja, habe ich auch doch. vor Ja, 2 Monaten weiß. schon mal angesprochen, dass das gar kein guter Fall wäre. Ja, weil sie ja Krebs hatte auch, ne? Genau, Ruth Bader Ginsburg, da hast du noch den Bader Meinhof-Gag gemacht. Ja. Und die ist jetzt gestorben mit 87 Jahren, war quasi die wichtigste Person, zwar nicht der Vorsitz, aber die wichtigste und berühmteste und relevanteste, bla bla bla, Richterin im Supreme Court in Amerika. Die ist jetzt letztendlich gestorben, Gott, oh Oh. Gott. Die ist gestorben und das heißt, Trump kann jetzt schon den dritten Richter in den Supreme Court setzen und da sitzen nur 9 Leute drin. Die haben jetzt eine definitive Mehrheit. Das heißt, für eigentlich eine Generation jetzt, also auch wenn Trump rausgewählt wird, das wird halt richtig hart jetzt noch jahrzehntelang Folgen haben. Genau, weil die werden ja also auf Lebenszeit gewählt Genau, und oder ernannt. die haben, also quasi kriegst du in Amerika jetzt keine progressiven Sachen mehr durch den Supreme Court. Ja. Und das ist halt echt hart. Man muss aber auch sagen, dass die Konservativen schon länger in der Überzahl sind, eigentlich. Und Ja, das also 4 zu trotzdem. 5 und jetzt ist es 3 zu 5. Ja, 3 zu 5 und dann ist es 3 zu 6, wenn sie besetzt ist. Also jetzt sind ja gerade nur 8 drin. Deswegen. Genau, und dass sie trotzdem die Ehe für alle durchsetzen konnten. Weil selbst der letzte, der entscheidende Richter dann gesagt hat, es spricht nicht gegen das Grundgesetz oder gegen unsere Verfassung, dass auch gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen werden können. Das heißt, offenbar sitzen da auch konservative Republikaner, die durchaus einen Sinn haben für progressive Gedanken. Ja, aber ich vermute, das war kein von Trump angeheuerter Typ, der das da Wahrscheinlich entschieden hat. nicht, nee. Stell dir vor, jetzt kommt da irgend so ein Ted Cruz rein, Alter. Wah. Egal, Fakt ist, nicht gut, definitiv nicht gut. Klar kann man sagen, vielleicht wird hier und da mal was durchgedrückt, aber es ist Erstmal nicht abwarten, gut. Robin, wie bei Trump damals. Erstmal abwarten, was passiert, wissen wir ja noch gar Ich nicht. habe das selbst auch gesagt, Ja. aber ne?
Also ich finde es halt wirklich dumm, vorher zu sagen, das wird eine Katastrophe. Auch wenn mir klar war, dass Trump nicht der geilste Typ ist, so. Aber also, dass es so hart wird, das hätte vielleicht keiner gedacht, oder? Also. Ich will ja nichts sagen, aber als es anfing, als wir die ersten Podcasts gemacht haben zu dem Thema, Na, das ist ja. habe ich gleich gesagt, Trump ist seit 2016 im Amt, ja, Tino. ich habe in meinem Kopf schon angefangen mit Naja, 2016 Anfang 17. mit Podcasts machen. Nee, ich meine, als es anfing mit Trump, habe ich schon immer gesagt, auf allen Kanälen, die ich hatte und jeden Menschen, den ich kenne, das wird eine Katastrophe. Und da bin ich, es ist ja auch keine neue Erkenntnis. Das haben ja auch Milliarden andere Menschen gesagt, dass das eine Katastrophe wird. Also ich finde, dass es nicht abwegig war, weil der Typ einfach von Politik keine Ahnung hat. Der ist populistisch drauf. Der ist, wie sagt man, ich komme auch gar nicht auf Dumpf. das Wort. Sagen wir kurz dumm. Also Ja. er reagiert sehr spontan und sehr wenig durchdacht auf aktuelle Ereignisse. Da gibt es einen Begriff für. Ja, dumm. Auch. Weiß gerade nicht. Aber. Reaktionär. Ach Er so. ist sehr reaktionär. Okay. So, meine Ich Meinung. glaube trotzdem, dass seine politischen Instinkte völlig lost sind, seit er nur von so geilen Leuten umringt sind, die ihm ständig ans Fläumchen fassen und sagen, wie geil er ist. Egal. Dazu noch gesagt, sie ist vielleicht auch ein bisschen dumm, die Ruth. Sie hätte damals die Chance gehabt, bei Obama auszutreten und ersetzt zu werden durch einen demokratischen, von Obama appointeden Judge. Hat es nicht gemacht. Dachte sich, ja, easy, dieses Hillary Clinton-Ding, das wird schon. Und das ist vielleicht ein bisschen dumm, das kann man ihr vielleicht ein bisschen in die Schuhe schieben. Aber, Strategisch unklug, ja, kann man genau. sagen. Aber über all dem steht eigentlich, wie dumm ist dieses System eigentlich? So, da sitzen 9 uralte Menschen auf Lebenszeit, die irgendwie die wichtigsten juristischen Entscheidungen treffen in diesem Land. Unglaublich dumm, dieses System. Das ist doch typisch USA, dass man irgendwie auf die Alten vertraut. Die haben die meiste Erfahrung. Dass die aber auch am fernsten von der Realität oftmals sind, das wird nicht besprochen. Egal, das war jetzt schon wieder so viel Trump, Tino. Och, Mann. Das war's auch. Mehr Trump habe ich eigentlich gar nicht. Okay, ich bin nicht froh über Trump. Ich Aber du auch bist nicht. bestimmt froh über The Boys. Staffel Was? 2. The Boys kenne ich nicht. Geil, oder? Worum geht's denn in The Boys, Da geht Tino? es um Jungs, also geht es Ja. um junge Männer und das ist so eine Art Penthouse, wo ganz viele junge Männer sich rumtummeln, die alle sexuell fraglich sind. Das heißt, es gibt Heterosexuelle, es gibt Bisexuelle, Homosexuelle und sind zusammengepfercht. Das sind quasi wie so eine Art Reality-Show, wurden zusammengecastet und haben jetzt viel Sex miteinander. Und das ist sehr, sehr verwirrend. Und jetzt kommt Staffel 2 raus und jetzt werden erstmals auch Transmänner eingeführt in das Penthouse. Das ist The Boys 2. Auch hier kann man sagen, Tino, gar nicht so unweit von der Wahrheit entfernt. The Boys ist eine Superheldenserie. Die Boys sind nicht nur Boys, obwohl ich glaube, die Boys sind gar nicht, also ich weiß gar nicht, um wen sich die Boys dreht. Also ich glaube, es sind nicht die Superhelden, um die sich es dreht, sondern ja, sondern die Leute, die die Superhelden töten wollen. Denn in dieser Welt sind die Superhelden böse, beziehungsweise weitestgehend böse sind halt quasi einfach echte Menschen. Und natürlich nutzen sie ihre Superheldenkräfte für niederträchtige Zwecke aus. Und es gibt da tatsächlich The Seven, ja, so die 7 krassen Superhelden, die da tatsächlich in einem Penthouse sich treffen Oh, siehst du? und tagen und auch Reality-Show-mäßig begleitet werden. Teilweise so. Es ist halt quasi so, wie so eine, na, wie Avengers halt, ne? Wie so eine Polizei, die dann irgendwie Fälle lösen, aber auch ganz viel PR, PR, PR. So, aber eigentlich sind sie übelst asozial, töten unschuldige Menschen, machen, was sie wollen, also die meisten von den 7. Und dann gibt es halt eine kleine Schurmstaffel, die kaputt machen will. Und das geht jetzt gerade in die zweite Staffel. Es sind jetzt wieder 2 neue Folgen rausgekommen. Es kamen erst 3, jetzt nochmal 2. Ich weiß nicht, wie viele dann überhaupt noch kommen. Hab die ersten 3 Folgen gesehen und es ist schon, also die Serie, die kann man sich auf jeden Fall schon mal geben. Klingt lustig. Wenn man Amazon Prime hat, ja, gönnt euch und dann verknüpft euer Amazon Prime mit Twitch.
Und dann könnt ihr mich nämlich kostenlos abonnieren. Hashtag Werbung. Das kostet dich nichts, das kostet mich nichts. Aber ich kriege am Ende durch euer Abo einfach 2,50 für lau. Ist übelst geil. Es ist kostenlos. Außerdem ist Scamtember, aka Subtember. Da kostet es irgendwie, ach nee, das ist irrelevant. Das ist, wenn man das Sub kauft, das kostet irgendwie nur 40, 90, ach, fuck off. Madorben. Also weniger. Weniger. Ja. Das heißt, wenn man mich diesen Monat subscribt, da macht man Plus. So, und Leute, heute ist Sonntag. Morgen, wichtiger Stream. Guckt morgen 20 Uhr bei mir nei, denn es kommt ein Video auf Nosterafo TV. Denn jetzt endlich ist der Thekenplausch fertig. Nice. Und den schauen wir uns in meinem Stream 20.15 Uhr dann an. Also ab 20 Uhr bin ich live. Und 20.15 Uhr geht dann das Video live und dann gucken wir das zusammen an. Dann gucken wir, ob wir im Anschluss noch irgendwie Among Us oder Jackbox oder so machen. Denn für einen vollwertigen Game-Montag wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so klappen. Aber das wird ganz toll. Kommt vorbei und seid toll. Ich bin auch Streamer jetzt seit neuestem. Ich bin endlich etabliert. Ich habe jetzt jeden Dienstag eigentlich, außer mal Donnerstag letztens, weil ich nicht konnte am Dienstag, bin ich jetzt Livestreamer. Jeden Dienstag bin ich auf Twitch auch live. So 19, 20 Uhr, immer unabhängig. Und stream damit mit drei lustigen anderen Leuten. Und es macht Spaß. Ist nice, ne? Und ich mache kaum Werbung. Ich mache immer nur so eine Insta-Story. Und habe dann immer so 10 Leute, die dabei sind. Wir machen eigentlich nur Quatsch. Dedication. Das ist nice, Mann. Es macht Spaß. Ich bin dabei. Bleib dran. Da lade ich dich dann auch ein zum nächsten 48-Stunden-Stream oder so. Bist du dann Streamer? Cool. Oder wenn wir das nächste Mal zu intim machen, meine tolle, innovative Formatidee für Streamer auf Twitch. Ja. Toll. Da kann ich dich dann auch einladen. Ich habe, glaube ich, schon 60 Abonnenten oder Follower auf Follower. Twitch. Abonnenten wäre gut. Achso, nee, das nicht. Abonnenten wäre dann mal 2,5 Geld. Ich habe noch kein Geld aktiviert, glaube ich, dass man mir Geld spenden kann. Glaube ich, weiß ich nicht. Aber wenn du über 50 hast, kannst du Affiliate jetzt machen mit so Kanalpunkten und so. Yes! Nice. Freue ich mich drauf. Gut. Das auf jeden Fall zu The Boys. Worauf sich Menschen nicht freuen können, ist die Ärzte-Tour. Die ist endlich jetzt verschoben worden, leider. Um ein Jahr. Dafür kommt eine neue Single auf den Markt. Mhm. Eine romantische Single angeblich. Ah ja, die haben ja so eine richtige Schnipseljagd, wie Tino sagen würde. Ja. Auf ihrer Website, wo du irgendwie jeden Tag jetzt irgendwie so ein Fenster öffnest und dann ist da so ein Teil von einem Link oder so. Hab ich nicht gesehen. Kannst du mal auf die Seite gucken. Ich habe es nicht entziffert. Sah erst aus wie ein YouTube-Link, war aber dann zu lang. Also das, was hinter Watch-Fragezeichen ist, gleich steht, dieser Link. Ah, Ja. Jedenfalls das, wir müssen unser Ärzte-Date-Konzert um ein Jahr verschieben. Solange meine Karte aktuell bleibt, ist mir das recht von mir aus. Die Ärzte, wer soll uns denn sonst vor Corona retten, weißt du? Und wer sich auch nicht freuen kann, sind Fans von Reisflaggen in Bremen. Oh nein! Ja, Bremen ist das erste Bundesland, und da gibt es von mir einen dicken Applaus, die Reisflaggen verboten haben. Man darf Reisflaggen. Reisflaggen. Scheiß Chinesen. Genau, Reisflaggen. Ja. Flaggen aus Reis. Und aber auch Reichsflaggen. Ach so. Dürfen nicht mehr in der Öffentlichkeit geschwenkt werden. Das sind diese schwarz-weiß-roten irgendwie. Ja. Finde ich gut. Jetzt wahrscheinlich als Antwort auf den Reichstagssturm. Vermutlich. Wo ganz viele davon unterwegs waren. Also das Stürmchen. Es war ja wirklich nicht wirklich ein Sturm, aber ja. Reichstagssturmstaffel. Scheiter. Staffelworte gecancelt. Genau. Ja. Tino, wo wir gerade bei Corona sind. Ja. Bald haben wir 1 Million Todesfälle. Sheet. Und ich erinnere mich noch, wie wir über Discord die 1 Million Fälle generell gefeiert haben mit einem kleinen Applaus. Ja. Das ist schon, also es ist viel passiert. Es ist viel passiert. Es fühlt sich an wie 2 Monate maximal, seit das alles begonnen hat. Wir können es gar nicht fassen. Ja. Naja, es ist wirklich, also dieses Loch, 3, 4 Monate, wo wirklich krass Stillstand war, das ist halt retrospektiv einfach alles so ein bisschen gleich gewesen und dadurch, also ich war fast jeden Tag einfach nur skaten, streamen und schlafen, so. Ja. Ein bisschen zocken und that's it. Und auf lange Sicht ist es natürlich, wenn du immer wieder das Gleiche machst, so eine Routine, dann fühlt es sich halt sehr, 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 sehr kurz an im Nachhinein. Ach so, das stimmt. Ich muss auch sagen, dass mir die Zeit, wo dieser, in Anführungsstrichen Lockdown war, dass der mir sehr lang vorkam. Irgendwie. Während du drin bist, aber hinterher. Ja.
hinterher dann nicht mehr. Dann war es sehr kurz, ja. Und deswegen, ich glaub, wenn ihr lange leben wollt, dann müsst ihr ganz viele verschiedene Sachen machen. Und in Frankreich gibt es auch jetzt innerhalb eines Tages waren es, glaube ich, 13.000 neue Neuinfektionen. In Frankreich? Ja. 13.000? 13.000. Und jetzt, das ist ja höher als damals zum Höchsten. Das ist ja krass. Richtig. Jetzt führen sie Sperrstunden ein, dass man zu gewissen Uhrzeiten nicht mehr raus darf. Hm. Das finde ich schlecht. Ich würde lieber Sperrmastunden wollen. Sperrmastunden? Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja, es wird immer härter und es kam auch schon der Twitter-Hashtag Lockdown2 in die Trends. Mhm. Und es wird darauf hinauslaufen. Ich meine, das war ja jetzt Anfang des Jahres so, als es kalt war, so, als es noch so frühlingshaft gewesen ist, war ja auch dieser Lockdownchen. Und der wird auch wieder kommen jetzt, wenn es kalt ist. Jetzt kehren alle Menschen wieder irgendwie in die Häuser rein, treffen sich drin, machen Indoor-Veranstaltungen und da wird auch Corona oder der Coronavirus wieder auffahren. Also ein, zwei Videos werde ich da vorher noch schaffen, hoffentlich. Ansonsten muss ich sagen, dass ich echt froh bin, so auf diesem Stream-Ding jetzt ganz gut aufgehoben auch zu sein. Also es heißt jetzt nicht, dass ich keine YouTube-Videos mehr mache oder so. Aber gerade wenn wirklich nochmal ein zweiter härterer Lockdown kommt, ist das schon echt nice. So. Ja. Es ist halt nice für mich und auch nice für die Zuschauer, weil die sitzen dann ja dann auch nur noch zu Hause und machen nicht so. Mal schauen. Ich habe so ein bisschen Nostalgie schon wieder zu diesem Lockdown. Also eigentlich kann man noch mal machen. Und wenn es vor allem im Winter eh kalt ist, da will ich gar nicht raus, ey. Obwohl ich jetzt beim Skaten gemerkt habe, Wind finde ich sogar schlimmer als Kälte. Wind beim Skaten ist ultra nervig, Alter. Ich baue mir irgendwas auf, das fällt ein, irgendwelche Pappe. Außerdem ist es permanent Stress, wenn du den Wind so an dir spürst. Egal, das nur als kleiner Exkurs dazu. So ein bisschen romantisiere ich das auch aktuell noch. Ich habe nur keinen Bock, so gewisse Menschen nicht mehr zu treffen, die ich aktuell so treffe, so und genau. Und weil mir fehlt einfach so, mir hat schon der Kontakt gefehlt zu Menschen. Klar, ich war nicht alleine so, aber trotzdem war das so, dass ich dachte, ich würde gerne mal irgendwie unter Menschen gehen, irgendwie in einer Gruppe sitzen, was ja, trinken, klar, was essen gemeinsam. Und das hat mir jetzt voll gut getan, wieder im Sommer das zu machen. Und das wird mir ein bisschen fehlen, aber ich kann mich auch beschäftigen. Ich glaube auch, dass ich nicht eingehen werde, wenn es wieder zu einem Lockdown kommt. Ich habe so viele Serien, die ich gucken will. Ich habe so viel Wrestling-Content, den ich noch nachholen kann. Ich streame jetzt jeden Dienstag. Ich kann mich unterhalten mit Menschen. Ich kann alles tun. Bücher lesen, die ich noch lesen wollte. Also, du kannst lesen? Ich kann lesen, habe ich gelernt im letzten Lockdown. Da hast du MCM was voraus. Ja, ich gebe auch gerne Lesestunden. Außer für MCM. Nein, MCM ist ein netter Typ, Mann. Der hat jetzt, komme ich gleich zu. Merkt ihr die Überleitung, Jules? Ja, okay. Ich komme klar mit dem zweiten Lockdown, glaube ich. Ich will nicht, dass Menschen krank werden und sterben, aber für mich persönlich als Mensch, als Tino, der eine eigene schöne Wohnung jetzt hat, der freut sich, der fände es nicht so schlimm, wenn ich drin bleiben müsste. Aber wenn ich finde es schlimm, wenn Menschen sterben. Ja. Punkt. MCM hat nämlich mit uns Among Us gezockt und ich denke, spätestens jetzt sollen wir als Brennpunkt Internet auch Among Us mal ansprechen. Denn das ist ein ziemlicher Hype geworden. Eigentlich auch jetzt schon vor 2 Wochen sehr groß. Eigentlich auch schon davor, aber vor 2 Wochen sind wir erst so ein bisschen drauf aufgesprungen. Und das ist ein super simples Game. Kostet nur 3,99 €. Auf Handy ist es sogar kostenlos. Bisschen speckig zu steuern, aber egal. Und es geht im Grunde darum, es fühlt sich an wie so ein Jackbox-Spiel. Und es gibt auch im Jackbox 6 gibt's ein sehr ähnliches Spiel, Push the Button. Im Grunde geht es einfach nur darum, dass man bis zu 10 Leute ist. 2 davon sind in der Regel Mörder. Und du musst rausfinden, wer es ist, durch Reden. Also eigentlich ist das Spiel an sich nur Oberfläche, so wie bei Jackbox. Und es geht eigentlich um den Dialog oder um den, wie sagt man das bei 10 Leuten? Tentalog. Quintalog, Septalog, Oktalog. Und dann hört es auf. Wir hatten letztens das Gespräch. Was ist es denn, wenn weil siamesischen Zwillinge sind ja immer 2. Hm. Was, wenn es 3 wären? Da habe ich auch Spaß gesagt, ja, dann sind es triamesische Zwillinge. Hm. Und das hat dann echt jemand geglaubt in der Gruppe. Ah ja, stimmt, das klingt voll logisch. Ja. Ich, nein. Witzig. Ja, ja, Among Us ist unter uns. Also quasi das Ambivalent zur TV-Serie unter uns. Genau. Ja. Das ist quasi die britische Adaption, ja, Among Us. Und da gibt es leider keinen Joe Gerner, so wie ein GZSZ. Schade. Damit du den auch nochmal hier... Wolfgang Baro, liebe Grüße. ...reinbauen kannst. Aber ist echt ein Spiel, das ist schon...
Ich habe jetzt auch zweimal Chat's Play gemacht und also Chat's Play Among Us, das strapaziert Freundschaften. Ich sag's, das ist echt hart. Weil man dann halt, ne, du bist dann unberechenbar und laberst halt viel Scheiße und es geht halt hauptsächlich ums Labern. Also das ist richtig mies. Aber da gibt's doch mehr in dem Spiel, ja? Dass man da irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Momente hat, weil wenn du nur im Kreis sitzen kannst und sagst, wer ist der Mörder, kannst du dich auch irgendwie in den Kreis setzen, kannst irgendwie so eine Karte ziehen. Ja, also es gibt natürlich noch Facetten. Also zum Beispiel können die Mörder können in Lüftungsschächte rein. Ja? Das können die anderen nicht. Und jetzt beim letzten Mal zum Beispiel habe ich gesehen, wie Franz vor mir aus dem Lüftungsschacht rauskam. Ja. So, und habe halt übelst losgeschrien, weil ich ihn vorher schon verdächtigt hatte. Und in dem Moment war es halt bestätigt. Und es war halt super witzig. Gibt es auch Clips zu. Also Among Us, sehr witzig zum Stream auch. Und das Spiel ist halt an sich, glaube ich, irgendwie schon 3 oder 4 Jahre alt. Und ist ultra unbekannt gewesen. Und jetzt ist es hochgekommen, also zur Hochzeit, als wir dann aufgehört haben mit Among Us zocken an dem einen Abend, habe ich geguckt, in der Kategorie haben das gerade 250.000 Leute gestreamt. Wow. Oder Zuschauer gehabt, ich weiß es gerade nicht, was da angeht, aber 250.000 ist halt beides hart. Mhm. Entweder gestreamt, ich glaube Zuschauer hat es insgesamt. Ja, gestreamt wäre schon krass, ja. So viele Menschen. Also richtig guter Hype. Nee, und klingt aufregend. Ich kenn's nicht. So, das Letzte, was ich jetzt noch habe, denn die Zeit wird auch schon wieder knapp, Tino. Disney hat zugegeben, dass die ganze Kontroverse um Mulan ganz viele a lot of issues for us hervorgebracht hat. Oh, Disney, das tut mir aber leid. Auch das haben wir in den ganz, ganz frühen Stunden schon gesagt, vor 6 Monaten oder so habe ich das schon angesprochen, dass die Schauspielerin, oder das ist, glaube ich, sogar noch länger her, die Schauspielerin von Mulan hat sich nämlich gegen Hongkong ausgesprochen und da habe ich gesagt, halt deine Schnauze, hoffentlich wird das gecancelt. Und aus mehreren Gründen wurde das jetzt auch so ein bisschen gecancelt. Auch ein Grund, dass das auf Disney für 30 Euro zu kaufen war. Statt im Kino quasi läuft es auf Netflix und du musst es kaufen für 30 oder Dollar. Disney Plus nicht. Disney nicht, Plus, ja. Netflix. Genau. Und das ist halt sehr viel Geld. So, und das ist, glaube ich, für nicht ganz so Hongkong-Interessierte ein Hauptgrund gewesen. Schade, ich bin Mulan-Fan. Ich habe es als Kind gerne gesehen. Ich mochte mal diesen komischen Drachen da, den kleinen. Der ist da halt auch nicht drin. Oh, nee. Also der Film ist halt auch nicht geil. Große, große Scheiße. Ja. Insgesamt. Ja. Ich habe nur noch eine Meldung, dass bei der Polizei irgendwie nochmal so ein Nazi-Ring aufgeflogen ist. Das kann nicht sein. Das habe ich auch voll überrascht. Es überrascht mich jedes Mal. Also es hat mich schon 20 Mal überrascht dieses Jahr, dass Polizisten Nazis sein können. Oh. Und es gab wieder irgendwelche WhatsApp-Chat-Gruppen. Und es gab wohl jetzt auch Ermittlungen, wo rauskamen, dass illegalerweise Menschen, also Daten von Menschen kopiert worden sind, abgeschaut worden sind von irgendwelchen Persönlichkeiten, die halt linksgerichtet sind. Von Böhmermann und solchen Leuten wurden halt die Daten irgendwie abgecheckt, was sie gar nicht durften eigentlich. Und daran sieht man eben leider, dass es ein rechtsterroristisches Netzwerk in Deutschland gibt und dass es vielleicht nicht mehr lange dauert, bis es zu Anschlägen kommt. Also es gibt ja auch schon so Drohbriefe mit NSU 2.0 und so. Alles sehr uncool und Seehofer weigert sich, irgendwie Ermittlungen zu machen gegen Nazis in der Polizei. Die gibt's nicht. Es gab ja auch einen Tweet hier direkt im Umfeld. Die Thüringer Polizeigewerkschaft oder was das ist, hat ja getweetet und das ist viral gegangen. Ich habe auch darauf geantwortet, dass also sie meinten, die Antifa hat uns jetzt als Nazis bezeichnet, aber wir wissen uns dagegen zu wehren oder irgendwie sowas. Damit haben sie jetzt eine rote Linie überschritten. Und meine Antwort war halt, okay, das Widerlegen, statt zu bestätigen und zu drohen, wäre vielleicht der intelligentere Weg gewesen. Man muss auch sagen, es gibt ja nicht die Polizeigewerkschaft. Es gibt ja verschiedene Polizeigewerkschaften. Ja, Thüringen halt. Das war ja nicht auch wegen Thüringen. Es gibt auch verschiedene Gewerkschaften, wie es zum Beispiel Verdi gibt, IG Metall und so. Die verfolgen ähnliche Ziele, aber die haben keinen Alleinstellungsanspruch. So, es gibt verschiedene Gewerkschaften einfach. So war es ja auch damals mit Rainer Wendt irgendwie. Der ist ja auch so ein Gewerkschaftschef gewesen von der Polizei. Hat sich mal so hingestellt als der Sprecher der ganzen Polizei, aber ist er eigentlich gar nicht. Er ist nur Chef einer Gewerkschaft gewesen. Einer Polizeigewerkschaft von vielen. Das darf man nicht verwechseln. Um jetzt mal die Polizei auch in Schutz zu nehmen, so ein bisschen, dass nicht alle... Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB Thüringen.
ist eben eine Gewerkschaft von vielen. Also so viele gibt es jetzt auch nicht, aber... Oh, das Letzte müssen wir auch noch ansprechen. Ich habe vorhin das schon vorbereitet, dann einen Übergang zu machen mit Timor Sozialexperiment. Das größte Sozialexperiment wird nicht in Osttimor gemacht, sondern in Weimar. Denn der WLAN-Platz, wo du dich auch immer tummelst und mit deinen Freunden da alles versüffst. Ja, nicht immer gelegentlich. Ja, aber du bist ja der auf jeden Fall den Müll da überall hinlegt. Das stimmt. Die Stadt sagt, nein, wir machen das jetzt nicht mehr sauber. Herr Kleine, unser Oberbürgermeister hat jetzt beschlossen und aufgefordert, dass der WLAN-Platz nicht mehr gereinigt wird, wo die ganzen Jugendlichen immer sitzen und Müll hinterlassen. Ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen dumm, falls du es in der Gruppe gelesen hast, dass das nicht... Also, dass man nicht einfach bekannt gibt, wir machen das jetzt exakt einen Monat oder so, sondern das ist auf so unbestimmte Zeit. Das ist dann immer so intransparente Scheiße, finde ich. Wenn man jetzt sagt, wir machen das jetzt für einen Monat nicht sauber, so, dann kann ich da auf jeden Fall dahinter stehen, einfach mal zu gucken. Also das Ding ist, ich habe ja dasselbe Problem beim Bauhausplatz. In meiner Wohnung. In meiner Wohnung auch, ja. Definitiv, also zurzeit auf jeden Fall. Das Ding ist, da sind es halt 14-jährige asoziale Drecksfenster. Die kriegst du halt, also die sind eh in der rebellischen Phase, da kannst du erzählen, was du willst, so, das wird halt nicht fruchten. Da sind es aber, also jetzt bei dem Platz, um den es wirklich geht, sind es halt eigentlich hauptsächlich Studenten, soweit ich weiß, weil die Uni auch direkt um die Ecke ist. Ja, also nicht nur Abiturienten, Studenten. Also vielleicht ein bisschen eher clevere Menschen, die vielleicht auch eher bei den Leuten sind, die also... Auf der einen Seite gehen die Leute auf die Straße für Fridays for Future und die anderen Leute, die irgendwie sich zur Bildungselite wähnen, hocken da auf dem Platz und lassen ihre hässlichen Tüten da einfach liegen und ihre Wurstverpackungen und was weiß ich, obwohl halt direkt daneben Mülleimer sind. Also es ist halt wirklich so low effort, also wirklich low risk, high reward, ja? Ja. Einfach mal den Müll in den Mülleimer reinzuwamsen. Und das raff ich nicht so. Und der Step muss auf jeden Fall sein, dass die Leute jetzt die dämlichen Leute ermahnen, ihren Scheiß da wegzuräumen und nicht selber den Scheiß wegzuräumen, weil dann existiert einfach kein Lerneffekt. Aber eine Frist setzen würde ich auch nicht machen, weil sonst heißt es dann, mal schauen, wer länger durchhält irgendwie den Monat. Sondern jetzt klingt es ein bisschen so unendlich und die müssen ja trotzdem, also wenn das jetzt ein Monat wäre, innerhalb von diesem Monat würde übelst der Platz zumüllen. Und ich glaube nicht, dass die Leute Bock haben, in diesen Müll da zu setzen. Also weil es halt nicht asoziale Jugendliche sind. Ja, was die Grundidee ist. Deswegen ist auch die Frist irrelevant. Na, ja, ich finde es nicht so gut. Weil so, weißt du, so heißt es dann irgendwann, okay, jetzt machen wir den halt irgendwie gar nicht mehr sauber oder sowas, weiß ich nicht. Ich halt saß gestern da, gestern Mittag, hab da mit einem Kumpel Eis geschleckt. Und saß hingeworfen. Auf und auf den Boden geworfen. Nee, sah gar nicht so schlimm aus. Also ich habe mich ein bisschen gewundert. Ja, Nachmittag. Es gab ja jetzt auch die Aktion, dass sie das sauber gemacht haben. Ach so, Jugendlichen? Echt? Nein, also nicht, ich weiß nicht, Jugendliche, Studenten oder wahrscheinlich eher. Das Klientel. Aber das ist halt dumm. Das ist halt dumm, wenn dir immer jemand hinterherräumt, wenn du deinem wannst, wenn du ein Kind hast und du räumst ihm immer hinterher. Warum soll der denn jemals anfangen aufzuräumen von sich aus? Es ist übelst dumm. Deswegen ermahnt die Leute. Ja, machen sie ja schon seit langer Zeit, dass sie sagen, hier, es wird zugemüllt, das ist ja schon länger ein Problem und ein Thema im Stadtrat. Und auch der Lärm. Stadtrat, ach, und der Lärm und so weiter. Interessiert der Stadtrat. Die Leute, die da sitzen, sollen das sagen. Ach so. Nicht der scheiß Stadtrat, Alter. Egal. Was geben wir der Woche? Eine 6. Wir sind über die Zeit, Tino. Also, die gute Ruth ist gestorben, das finde ich hart. Richtig hart. TikTok wird gebannt. TikTok, ja. Das finde ich schon krass, tatsächlich. Ja, aber es sind sonst zu viel, selbst ihr Tod so, weißt du, ist halt wieder so, fuck. Ach so. Aber die Auswirkungen sind halt vielleicht krasser als das Happening an sich. Ja, wir hatten dieses Moria-Video von Joko und Klaas, ja, was ein großes, virales Ding war. Ja, wir können auch von mir aus... Auf eine 7, hä? Ja, vielleicht? Gehen wir auf eine 7. Eine 7. Gehen wir auf eine 7. Machen wir es so. Okay. Ach Leute, das war wieder ein Fest. Das nächste Mal bin ich ausgeschlafen. Und ich wieder müde. Ja. Da werden die Rollen getauscht. Stimmt. Die Musik ist laut und das Wochenende wird ganz toll. Schaltet am Montag bei mir ein, schaltet am Dienstag bei Tino ein. Livestream it is. Wie heißt du auf Twitch? Tino Ranachinau. Ich suche noch nach einem cooleren Namen, der einfacher ist. Aber nenn dich einfach nur Tino, falls das noch nicht vergeben ist. Garantiert ist das vergeben, garantiert. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne schicken. Ich habe meine Instagram-Follower schon gefragt und da kamen keine guten Vorschläge. Nicht einer. Nicht einer. Weil dir nur Deppen folgen. Ist so, ja. Ist so.
Ich zum Beispiel. Gut. Oh, die Musik ist jetzt wirklich laut. Ah, oh, ekelhaft. Oh, jetzt reicht's aber auch mal hier.